Wir bauen im Jahr ca. 1000 bis 1200 Anschlüsse, Strom, Gas, Wasser und Breitband, wenn gewünscht. Wir begleiten die Bauherren von der Planung bis zur Ausführung, bis zur Umsetzung, über die Inbetriebnahme, bis, wenn es auch mal soweit sein sollte, bis zur Trennung der Anschlüsse. Wir sind bei Neubauten dabei, wir machen die Sanierung von alten Wasserleitungen, alten Gasleitungen, wir machen die Umrüstung von Öl- auf Gasheizung, wir bauen Fernwärmeanschlüsse. Wir betreuen die Bauherren richtig von Beginn der Bauphase bis zum Ende. Auf dieser Baustelle legen wir jetzt in dem Zuge der Leitungsverlegung Strom und Wasser auch gleich ein Leerrohr mit rein. Das kann dann später für die Breitbandversorgung genutzt werden. Ich bekomme von den Planern bei uns in der Firma die Aufträge, spreche dann die Kunden darauf an, ob die Anschlüsse schon gebaut werden können. Und wenn das noch nicht so weit ist, dann bitte ich den Kunden, sich rechtzeitig bei mir zu melden, dass wir dann die Anschlüsse zeitig einplanen können. Im Vorwege spreche ich mit dem Bauherrn noch ab, dass die Bautrasse frei ist, dass keine Hindernisse da sind, dass kein Silo oder keine Container da sind. Das Gerüst muss abgebaut sein und der Raum, die Wand, wo wir reinbauen, dass der Endzustand hat. Die Arbeiten für den Glasfaseranschluss können beginnen. Ja, hier befinden wir uns an einem Versorgungspunkt, einer Schachtmuffe. Von hier aus ist das Leerrohrsystem in den B-Plan angeschlossen. Über dieses Leerrohrsystem kriegen wir zu jedem einzelnen Hausanschluss ein Mikrorohr. In dieses Mikrorohr blasen wir die Glasfaser für die einzelnen Hausanschlüsse. Das funktioniert über ein Druckluftsystem mit einem Einblasgerät. Das Einblasgerät gibt der Faser den Vortrieb und durch die zusätzlich eingeführte Druckluft gleitet die Faser auf einem Luftfilm bis hin zu dem Hausanschluss in den jeweiligen Gebäuden. Hier befinden wir uns jetzt in einem Hauswirtschaftsraum, in einem typischen Neubau. Über die Mehrspateneinführung kommt jetzt unser Leerrohr hier rein. Das verlegt der Tiefbau, schließt das vorne am Hauptleerrohrsystem an und da pusten wir unsere Faser von der Haubenmuffe hierher. Hier befindet sich jetzt die Fritzbox 7590 von den Stadtwerken geliefert. Diese wird dann über das vorhandene Netzwerksystem, was ich eben bereits erwähnte, angeschlossen. Und diese Fritzbox ist dann nachher dafür da, um das WLAN im Haus sicherzustellen und den Telefonanschluss zu ermöglichen. Nach der Betriebnahme der Fritzbox führen wir einen WLAN-Check durch. Das machen wir mit unseren Smartphones mit der entsprechenden App von der Firma AVM. Und wenn wir ein entsprechendes schlechtes Signal im ersten Obergeschoss haben, durch Stahlbetondecken oder Fußbodenheizung setzen wir so einen Repeater und verstärken das Signal entsprechend so, dass Sie Ihr 5 GHz Netz im ganzen Haus haben.